Da ist er wieder. Wir waren hier letzt stehen geblieben, als wir den Rivalen besiegt haben, dessen Kampf beunruhigend einfach war. Ich ganz ehrlich zugeben, hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Aber man kann nicht alles haben. Wir wollen weiter hier machen. Du kriegst den Felsorden, du darfst weitergehen. Gut, danke. Dim, dim, dim. Die Ultra Road, du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Danke. Setze deinen Weg fort. Da hat man sich als Kind richtig cool gefühlt, dass da alle gesagt haben, du darfst nur passieren, wenn du den Orden hast. Und dann darf man dann wirklich weiter... Oh, ich hab's im Ohr, ärgerlich. So, weiter geht's. Hat er coolen Sound gehabt hier. Da hat man sich richtig wohl gefühlt hier. Selbst Wasser, Seelenorden. Du trinkst den Seelenorden. Jawohl. Weißt du, der hat nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit hier so mit seinen Füßen im Wasser zu stehen. Und darauf zu warten, dass jemand an ihm vorbeiläuft. Ich glaube, hier ist sogar so übertrieben, ich komme, hier spawnen nur legendäre Pokémon. Kann es sein? Ich glaube, wir müssen das nicht weiter erläutern, oder? Müssen wir das weiter erläutern? Ich glaube nicht, oder? Das, ja. Wir haben einen fucking Rayquaza gekillt. Das hier feuchtfröhlich, munter spawnt. Ja, danke. Das hier finde ich bei dem Hexer richtig geil. Das hier aber alle legendären Pokémon spawnt hier auch Dings, so Reggie Ice und so und Regirock. Wäre mal spannend. Würde mich nur interessieren. Vorher ein Rayquaza, jetzt ein Ho-Ho. Reggie Rock. Reggie Ice. Ja. Hat's überlebt. Wehe, Leute, Feuer, da bin ich triggert. Okay, nee, das geht noch. Gut, ich spawn da schnell. Wollte nur schnell gucken, wer hier alles spawnt. Gut. Kann ich ja dann offscreen noch schauen, wer hier alles noch so erscheinen tut und da und will und möchte. Ja, ich hab den Erdohren. Danke. Dankeschön. Gut, wir sind der Siegestraße angekommen. Und bespritzen uns mit Topschutz, denn wenn ich es vermeiden kann... genau, hier müssen wir ja wieder ein bisschen spielen. Ich spule das mal schnell. Schwupp, 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 schwupp. Sonst kommen wir hier nämlich nicht durch. Hier ist ja eine... Rätsel, wenn man das Rätsel nennen kann. Hier nur so ein kleineres Gedankenexperiment. Ching, genau, und jetzt können wir hier durchmarschieren. Weil hier oben kommen wir nicht weiter, so. Ist hier schon die erste S-Trainerin. Glaubst du etwa, du kannst das, kannst du mit mir aufnehmen? Wir werden sehen, wie viele Pokémon du hast. Zwei Pokémon hat diese Dame. Enteron. Knirscher, was sagst du da dazu? Schnipp, schnapp. Ich spule das mal schnell, das kann ein bisschen dauern. Gut. Ich glaube, man will mir einfach auf den Sack gehen, so. Sehr schön. Oh, Level 76. Ja, der ist einfach zu trainieren. Die hat irgendwie eine übelst schnelle Level Rate. Können wir gleich drin bleiben. Ich bin aber krass overleveled. Aber es ist schneller als ich. Hilft mir selbst die Finkel. Die Flinkklaue. Finkel. Diese Dinkel, den man sich aufs Brot tut. Die Flinkklaue, sollte ich sagen. Ja. Noch ein bisschen nochmal. Betrieben. Ui. Sehr schön.
Würde mich wundern, wenn es überlebt. Sehr schön. Hoho. Ja, ich werde dann definitiv eh noch alle, bevor wir in die Pokémon-Liga gehen, wie sie alle auf 100 trainieren. Macht das ja gar keinen Sinn hier. Ja, hier müssen wir uns sowieso für eins entscheiden. Drachenklaue. Geil. Kann das irgendjemand da lernen? Nur so aus Jux und Dollerei würde es mich interessieren. Ich habe doch gar keinen, der sowas erlernen kann. Nee, hätte ich nicht mal. Ja. Aber ich habe noch einen Hypertrank. Gut, Drachenklaue haben wir gekriegt. Ah, da oben ist noch einer. Hallo. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Naja, wenn du schon sagst, ich bin gut, dann sollte das ja drin liegen. Hm. Ein Pokémon. Nebupok. Oh. Der ist jetzt mal auf einem Level wie wir. Aber das Gute ist ja, dass ich, wie gesagt, nicht physisch angreife, sondern speziell. Und meine Schlange schneller ist als seine. Ja, Arbok, Cobra rückwärts geschrieben. Hab ich lange nicht gecheckt. Dumm braucht ein bisschen, bis sie das merken. Nebupok down. So, was haben wir da? Ah gut, hier ist wenigstens nichts geschwärzt. Okay, wir haben hier wieder ein kleineres Spielchen. Natürlich ist hier auch wieder das Rätselslösung nicht schwierig. Ching. Hier ist ja zum Glück, ist ja kein Kaiser-Hack. Ich warne schon übelst mit Kaiser-Smaragd. Sandsturm. Mich juckt's im Ohr, ey. Das ist abartig, weil ich schwitze so. Und dann müsst ihr euch vorstellen, läuft das dann alles in mein Ohr rein. Nicht so geil. Schutz wirkt nicht mehr. Aber er nützt. Also es kommen wirklich keine Pokémon. Das ist sehr, sehr angenehm gerade. Hier ist auch noch was. Hyperheiler. Also ich werde jetzt hier auch nicht alle Pokémon-Trainer machen. Einfach gerade den können wir nicht machen. Junger Mann, Siegeschoss ist sehr schwer zu meistern. Naja, ich bin mir nicht sicher, aber war es nicht in einigen, dass hier Blitz benötigt wurde, weil es so finster war? Pantimos. So, wieder mit dem richtigen am Start. Knirscher ins Gesicht. Schnipp, schnapp. Oh. Rollentausch. Kopiert Wassertempo. Ja, es regnet nicht, das nützt es dir nicht. Schnipp, schnapp. er kann gerne die Rollen mit mir tauschen. Nicht, dass ich mich daran stören würde, aber... Boah, das ist ja schon... Seht, wie schnell das Ding levelt. Das ist kein Problem, den auf Level 100 zu trainieren. Der kriegt so schnell viele... Der Balken ist so schnell weit oben, das ist... nicht mehr feierlich. Hagelsturm. Ich finde hier viele lustige Sachen. So tolle Sachen. Wir tauschen mal mit der Palme. Und dann wird er noch nach ganz unten getauscht. Wegen dem Level. Nicht, weil ich ihn nicht mag oder so. Ja, mit dem müssen wir jetzt... ich glaube, wir müssen jetzt hier hin sowieso wegen dem Stein. Nein, hallo. Man erzählt von einem Wunderkind. Wirklich? Schon so berühmt, dass man sich... dass man hier schon so munkelt. Pantimos. Takiro. Na gut, zum Glück habe ich ja noch Stärke am Start. Rollen. Was klaut er mir denn? Kopiert Chlorophyll. Auch hier, es gibt keine Sonne, die du mir klauen könntest. Tut mir leid, nützt dir nichts. Sehr schön. Können wir drin bleiben? Der Nils. Darauf aufpassen, dass er nicht Hornbohrer einsetzt. Das wäre wiederum weniger lustig. Weil Hornbohrer würde mich mit einem Schlag aus dem Leben klatschen. Ja. Und tschüss.
halt Gift-Boden-Pokémon. Und als nächstes ein Austoss. Können wir auch drin bleiben. Gegen die Pflanze haben wir ja auch was am Start. Nämlich Gigasauger. Spulen wir das schnell. So. Ist da. Wupp. Du bist tot. Danke für die Dings. Und der Nils. Du bist das Wunderkind. Naja. Vielleicht. So. Dann wollen wir jetzt das Item holen. Hat Top-Beleber gefunden. Ja. Okay. Zuerst mal gucken. Wie sieht's hier aus? Okay. Hier oben geht's weiter. Hier nicht. Wo muss ich den Felsen denn? Ich glaube, ich muss ihn nach hier oben. Oben stärkifizieren. Also sozusagen. Ich glaube, hier können wir ihn sowieso. Zang, 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 zang. Ja. Noch das Item holen. Hitzekoller. Ja, ich habe manchmal auch einen Hitzekoller. Unbewusst. So. Haben wir hier das Dings gelöst. Schutz wirkt nicht mehr. Gut. Ich hab's schon wieder in den Ohren. Ja. Ist auch ein bisschen das Problem noch vom Headset. Das fusselt so. Man immer die Fusseln im Ohr. Das ist nicht so geil. Den Stein kann ich nicht. Ah, okay, ich müsste sowieso hier durch. Wie gesagt, ich kämpfe jetzt nicht mit allen, die ich hier sehe. Gerade nur die, denen ich da gerade wirklich muss. An dir komme ich vorbei. Genau, den Stein war's. Und dann komme ich hier auch wieder verkürzt weiter. Schwupp. Genau, jetzt müsste der Stein hier sein. Genau. Und den kann ich dann nach hier schieben, so viel ich weiß, glaube ich. Oder? Ja, genau. Und das ist dann der, der mich dort neben dem Typen mit der gelben Mütze weiterbringt. Genau. Und jetzt hier durch. Und dann haben wir hier einen Doppelkampf. Sehr schön, den machen wir auch gleich. Na, was läuft? Wir versuchen gemeinsam Champ zu werden. Gibt doch gar keine Doppelkämpfe. So. Haben wir die Siegelstraße schön in einem Part abgeschlossen. Nidoqueen und Bluebella. Das ist ja perfekt. Gute. Oh. Gut, okay. Wir haben Psychokinese auf dich. Hyperzahn auf dich. Schnapp. Aua. Und Psychokinese. Meine Hand wurde, habe ich ausgestreckt. Wieso würde ich was mit Telekinese hochheben? Und tot. Sehr schön. Er gibt kaum. Ich hole das mal schnell. Ja, super gemacht. Sehr schön. So haben wir gemacht. Die sind besiegt. Wir begeben uns jetzt. Wir haben jetzt genau ein Part für die Siegelstraße benötigt. Ah, der hat, glaube ich, noch was für mich. Oder? Du kannst stolz auf dich sein. Sogar auf der Siegelstraße hast. Eine Leistung möchte ich dir einen Pokémon Risikotackle beibringen. Nein. Gut. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ultra Road ist besiegt. Oh. Stimmt, hier spawnen ja immer noch die legendären Pokémon, mit denen man sich. Ja. Das einzige Rätsel, das. Indigo Plateau. Genau, wir speichern. Also ich speichere hier einfach, indem ich das mache. Speichere jetzt nochmal richtig, dass wir das nach 106 Minuten oder Stunden. Genau, jetzt seht ihr auch hier. Oh ne, ich kann in die. Ab jetzt triffst du nachher auf die Top 4. Ach was! Aber ich brauche den gar nicht, den Dings. Mindblow. Okay, dann ist das wirklich da. Ey, das ist ja mal richtig geil. Also, ich erkläre das für die, die dieses Projekt zum ersten Mal bei mir verfolgen. Ich habe ja die Edition schon mal gespielt, also den Hack.
Und bei mir war so, beim letzten Mal habe ich als Starter-Pokémon Hundemon genommen. Und da konnte ich nicht in die Pokémon-Liga rein, weil Lorelei bei den Islands war. Und das Event, das eigentlich nach der Pokémon-Liga getriggert wird, nämlich eben, dass man zu Island kommt, den Rubin findet, dann dort bei den Rocket-Typen rein und zu Island 4, 5, 6 kommt, dort dann hingeht und Lorelei dann mit einem mitkommt, das gibt's hier gar nicht. Also in der, das ist eigentlich wie eine eigene Timeline. Das ist echt geil. Also ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem Pflanzen-Pokémon scheint es zu funktionieren. Bei Lumpy ist es vielleicht nochmal anders. Also richtig geil. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ist mein Ziel für den nächsten, fürs nächste Mal alle auf Level 100. Und danach würde ich sagen, geht's los mit der Pokémon-Liga. Zeigen wir denen, wo es lang geht. Aber bis dahin sage ich, bis ich bin draußen. Auf Wiedersehen.